Hi, wie riskant sind Impfungen wirklich? Heute sehen wir ein Thema, wo Impfungen das Pro und das Contra einfach mal kurz angerissen wird. Weil es gibt so viele, die sagen auf der einen Seite, oh, sind Impfungen denn wirklich so wichtig? Macht es uns gesünder? Oder sind Impfungen nicht Allergie auslösen? Können die nicht Gefahren von Autismus auslösen? Und es gibt die andere Seite, die natürlich sagt, hey, durch Impfungen haben wir auf der Welt 6 Millionen Leute, die überleben. Das ist die Geschichte schlechthin. Es gibt nur eine Form, die effektiver ist, Infektionen auszurotten. Wisst ihr, welche das ist? Wisst ihr, welche effektiver ist als Impfung? Ich verrate es euch. Es ist klares, sauberes Wasser. Wenn du mehr klares, sauberes Wasser auf der Welt hättest, könntest du noch mehr Infektionen verhindern als mit Impfungen. So, ich möchte aber trotzdem auch die Impfgegner. Die Impfgegner möchte ich auch ein bisschen drauf eingehen, weil es gibt auch Dinge, wo Impfungen vielleicht gar keinen Sinn machen. Es gibt Menschen, die haben Erkrankungen, die Impfungen fast unmöglich machen, weil sie durch die Impfung viel, viel kränker werden und einen Schub ihrer Krankheit bekommen. Und es gibt Menschen, die gegen Impfungen immun sind. Das heißt, die können die Impfung bekommen, aber diese Impfung hilft bei denen nicht. Die werden nicht durch diese Impfung immunisiert. Die bilden keine Antikörper darauf. Und deswegen möchte ich sagen, Impfen ist bei 100% der Leute nicht möglich. Und wisst ihr, wie viel Prozent wir brauchen, um eine Erkrankung auszulöschen? Weil es gibt die sogenannte Herdenimmunität. Wisst ihr, wie viel Prozent es ist? Es ist circa 95%. Das heißt, lasst auch die Impfgegner, die vielleicht Angst um ihre Kinder haben oder um ihre Verwandten und so etwas, dann einfach den Kommentar hin, seid trotzdem fürs Impfen. Weil wenn andere sich für dich impfen lassen, hast du den Vorteil. Und deswegen möchte ich ganz kurz darauf eingehen, warum Impfen auf der anderen Seite doch sehr sinnvoll ist. Wenn du dir zum Beispiel Masern anguckst, Masern oder Tetanus, kennst du das? Masern haben wir, wenn wir einen Durchimpfrate von 95% haben, keinerlei Erkrankung mehr in Deutschland. Und wir haben es von der Apotheke so gemacht, wir haben eine Riesenaktion mitgemacht. Da ging es um Tetanusimpfung und da haben wir bei sogenannten Eliminate-Projekt mitgemacht. Und da wurden 450.000 Impfungen finanziert für Länder, wo keinerlei Geld da ist, dass sie sich impfen lassen können. Und deswegen werde ich auch ein bisschen emotional. Vielen Dank, dass du dir das Video anguckst, weil wenn du dir überlegst, dass es 60.000 Tetanus-tote Babys jedes Jahr gibt und du dir überlegst, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, umsonst unsere Kinder impfen zu lassen. Was würden denn die Kinder oder besser gesagt die Eltern der Kinder, die getötet werden dadurch, dass sie keine Impfung haben, was würden die denn sagen, wenn sie jemanden sehen würden, der sagt, nee, Impfung, nee, ich mach das nicht. Ich brauche das nicht. Es gibt Länder, da würden die Eltern töten dafür, Impfungen zu bekommen für ihre Kinder. Weil wenn du schon mal ein Tetanus-Baby gesehen hast und dann die Mutter, wie die es um das Tetanus-Baby gekämpft hat, dann würdest du anders denken. Und das große Problem, was wir haben, ist, dass die Erkrankung, wo es Impfungen für gibt, viel zu weit weg ist von uns. Wir konzentrieren uns auf mögliche Risiken von Impfreaktionen. Aber wenn wir uns mal anschauen, was die Erkrankung auslösen würde, was eine Masernerkrankung auslöst oder eine Tetanuserkrankung auslöst, dann muss man ganz ehrlich sagen, das Risiko ist so sehr gering, eine Impfreaktion zu bekommen. Und deswegen mein Appell, wenn ihr noch Fragen zu Impfungen habt und wenn ihr auch zu spezifischen Impfungen mal eine Frage habt, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich will euch gerne Auskunft darüber geben. Weil es gibt so viele Impfungen, da würde das Video den Rahmen maximal sprengen. Und ich möchte aber euch die besten Informationen geben. Für wen sind Impfungen geeignet? Ab welchen
Zeitpunkt sind Impfungen geeignet. Zum Beispiel Grippeimpfstoff ist ab 60 geeignet. In der Schwangerschaft sehr wichtig, weil es auch aufs Baby übertragen wird. Und ja, ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vielleicht ein Freund sagt, hey, schau dir mal das Thema Impfungen an. Vielleicht hast du da eine andere Meinung. Und mir auf jeden Fall nochmal ein Feedback gibt, was für Impfungen, wo ihr vielleicht ein bisschen Respekt vor habt oder wo ihr sagt, nee, das weiß ich gar nicht, ob ich das machen soll und ist es für mich überhaupt geeignet. Das würde mich mega interessieren. Also schreibt mir und abonniert natürlich meinen Kanal. Ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut, euer Frank.